Willkommen zurück, VfL Osnabrück gegen Bayern München, das nächste Spiel. Ligastart gleich mit dem Kracher. Erster Spieltag zu Hause gegen die Bayern. Schönfeld neue Erfahrungsstufe, Gießen neue Erfahrungsstufe. Beide im Pokal erfolgreich unterwegs gewesen. Wir haben nochmal Geld eingenommen. Die zweite Mannschaft muss gegen Bochum. Und die Flutlichtanlage muss repariert oder ersetzt werden sogar. 15.000 fallen an. Riskante Ansprache war so äußerst erfolgreich. Höchsten Formgewinn bei Björn Schneider. Läuft. Bei uns. Gut, dann gucken wir mal bei der Jugend. Da war noch irgendwas, was nicht stimmt. Ist ein Problem. Ah, die haben nur wenige Mentor. Das können wir ja ändern. Machen wir mal durch. Sanchez kann das hier übernehmen. Zack. Dann bei Jannis Mertens. 16 Jahre alt. Da finden wir leider keinen, aber der kann auch mit der ersten Mannschaft trainieren. Bei Rhein. Irgendwann ist da vielleicht hin. Findet sich auch keiner beim Stürmer. Dann nehmen wir auch mit der ersten Mannschaft. Pascal Deichmann. Stü hatten wir schon. Wo Tennis. Auch nochmal gucken, ob wir einen Mentor finden. Nö. Finden sich einfach keine. Kommen wir in die zweite Mannschaft. In die B-Jugend. Bartlehrer können wir noch anstellen. Hier auch keiner. Dann gehen wir jetzt hier mal durch. Hier finden sie einen Mentor. Macht Donis. Bei Puttkammer kann das Henrichs übernehmen. Bei Inter Krebs. Da durchschnittlich. Da muss man einen Privatlehrer engagieren. Und das ist der Werner. Bei Touré. Der kriegt auch mal einen Privatlehrer. Dolberg. So, dann haben wir schon wieder ein paar Ackern. Der Kevin Jung. Oh. Den sollten wir vielleicht auch spielen lassen. Bedingt. Übernimmt der Presser. Bartlehrer muss aufgestellt werden. Dem wollen wir Spielpraxis verschaffen. Jakob können wir nochmal gucken. Der kriegt keinen. Aber der Gemeiner. Kann Anthony sich drum kümmern. Jeder hatte ich da schon geguckt. Ob da was geht. Nix, schade. James aus Nigeria. Nee. Aber der kriegt auch nochmal einen Privatlehrer. Dann gucken wir nochmal bei Mikkel Seid. Ach, da hatten wir Afti da schon eingestellt. Okay, dann reicht das ja. Die Auf- und Abwertungsrunde. Machen wir mal Furtig, Schneider, gute Vorbereitung. Sei ein paar Abwertungen, schade. Sein neues Talent. Bilay Özdemir. Ich hoffe, es ist auch richtig ausgesprochen. Leider schwierig und verletzungsanfällig, aber 10 Sterne. Defensives Mittelfeld, klar, nehmen wir ihn auf. Schwartgarts Trainingsziel erreicht. Gucken wir uns da nochmal die Trainingsziele an. Da müssen wir dringend was ändern. Ausdauer und Robustheit können raus. Dafür nehmen wir Schnelligkeit rein. Ollies. Wir erhöhen das mal auf 99 alles. Da was zu tun. Reinhold Schwadtke. Eigentlich seine Charaktereigenschaften. Härte, Sprachgenie und Nachtrag. Distanzschütze. Liga-Fakten 2023-2024. Lionel Amon mit 38 Millionen den höchsten Marktwert. Ist ein bisschen seltsam. Liga hängt echt hinterher. Höchster Marktwert 290 Millionen nur Osnabrück. Positivste Bilanz Bayern München. Sanchez und Werner die teuersten Transfers. Wir haben richtig Geld ausgegeben auf Transfermarkt. Wir wollten die Mannschaft jetzt nochmal verstärken und wollen alle Titel holen, die möglich sind. Sieht bisher auch sehr recht gut aus. Bundesliga 275.000 nur Minus. Gucken wir mal nach England. Man das sieht, die haben den doppelten Marktwert fast. Eine Stärke, fast 100 Stärkepunkte besser.
Aber weniger Geld ausgegeben für Topspieler. Also die Bundesliga stärken. Wenn man hier mal mit den anderen Mannschaften vergleicht, hier gucken. 853, Belgien. Deutschland 891 nur. Frankreich. Okay, Paris. Es läuft auch nicht viel besser bei Paris Saint-Germain. Italien auch nicht viel besser. Die Niederlande ist auch schlechter. Spanien. Spanien sieht noch besser aus. Schweden. Ja, weit abgeschlagen. Ja, die Deutschen müssen was tun. Zweite Liga. War nochmal rein. Erster Spieltag der neuen Saison. Und gleich geht's gegen Bayern München. Das könnte ein spannendes Spiel werden. Erster Spieler ist Renato Sanchez, von den Bayern nach Osnabrück gewechselt für über 70 Millionen. Timo Horn, stärkster Spieler beim Spiel Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg. So, erster Spieltag. Das geht gleich mit einem Topspiel los, jetzt geht's los. Erster Spieltag steht vor der Tür, Schneider kommt auf die Bank. Sonst ändern wir nichts und gehen direkt rein ins Spiel gegen Bayern München. Da wählt ihr jeden Zentimeter des Platzes um gerade. Los geht's, die Bundesliga startet. Mit einem absoluten Topspiel. Sanchez bei den Lila-Weißen. Besser, stark. Bayern muss sich hier warm anziehen. Osnabrück will gewinnen. Und die Live-Tabelle. Die könnte man nicht wieder ausblenden. Machen wir mal zweifache Beschleunigung. Und Bayern greift gleich an. Goretzka auf Lacour, auf den Außen. Guter Angriff, aber Fritsch verliert erst den Ball. Bayern spielen hier gerade viel besser. Selke, super Chance, Presser hält. Bayern mit einem starken Beginn hier in Osnabrück. Jetzt vielleicht Armand auf Schul. Er verliert den Ball. Sanchez versucht schnell zu machen. Henrichs. Schönfeld versucht zu helfen. Tah mit dem Foul. Gelbe Karte direkt. Eine 8 Minuten schon eine gelbe zu sehen. Muss er jetzt zurückhalten. Akku setzt sich gegen Henrichs durch. Goretzka in die Mitte zu Selke. Presser hat kein Problem mit dieser Reingabe da in die Mitte. Sanchez, weiter Ball nach vorn zu Werner. Wieder ist der Ball weg. Fritsch gegen Hering. Hering ist stärker. Bringt die Flanke rein. Stark kann klären. Dolberg. Werner setzt sich da durch. Werner. Schade. Gute Chance. Und wieder die Bayern. Über Selke. Selke. Lebenstor. Spannendes Topspiel bisher. Schul verliert hier einen wichtigen Ball. Selke setzt sich da durch. Hering auf der Seite. In der Mitte stehen sich frei. Goretzka und da ist das 1:0. Leon Goretzka. Hering mit der Vorlage. Presser chancenlos aus der Entfernung. 1:0 Bayern. Sanchez auf die Außen zu Dolberg. Schul wird gefoult. Dolberg, Werner gegen die Latte. Und Schönfeld, das leere Tor. Was macht er denn? Mensch, Schönfeld, der muss doch rein. Was für eine Chance. Henrichs mit dem Foul. Hoffentlich sieht der nicht auch noch gelb. Gegen seinen Ex-Club. Sanchez heute nicht so gut drauf. Lacour. Nächste Chance über Weiser. Die können da machen auf den Außen, was sie wollen. Osnabrück muss mal langsam ins Spiel finden. Einwurf jetzt für die Bayern. 30 Minuten schon gespielt. Goretzka auf Carrasco. Henrichs klärt das. Schul auf Werner. Auf die Außen. Und Lacour kann hinten aushelfen. Schönfeld holt sich den Ball, wird gefoult. Auch da die gelbe Karte. Hatte sich da durchgesetzt, den Ball geklaut. Und Armand wird den Ball reinbringen. Geklärt, Sanchez.
Oh, Mist. Gute Chance. Jetzt Amon auf der anderen Seite, verliert den Ball. Selke gegen Tah. Er ist gelb vorbestraft. Werner auf die Außen. Amon ist da schneller als Weiser. Dolberg, wieder kann der Keeper halten. Unser Ex-Keeper macht da eine gute Sache. Im Bayern-Tor. Engelhardt wieder gehalten. Und Amon wird die Ecke reinbringen. Also Chancen zum Ausgleich und auch zur Führung waren da. Man muss sie auch nur nutzen. Engelhardt, Wahnsinnspartie hier. Gegen seinen Ex-Club. Hering. Und Selke macht das 2-0 vor der Pause. Da stand er da ganz allein. Völlig allein gelassen von Tah. Der hat ein schlechtes Spiel gemacht. Sanchez. Und das war's. Da muss eine bessere zweite Hälfte her. Tah geht auf jeden Fall runter. Ganz schlechte Leistung. Meier kommt rein für ihn. Der Lionel muss sich drauflassen. Da nehme ich keine weiteren Wechsel vor. Einfach nur, das war nicht der Matchplan. Irgendwas verstellt an der Taktik? Nein. Na dann. Auf in die zweite Hälfte. Ein Wechsel nehmen wir vor. Meier kommt für Tah, unser Nachwuchsspieler. Bayern legt gleich wieder los. Werner. Jetzt eine erste Chance. Nein. Wieder den Ball geklaut. Ja, die Abstimmung passt heute nicht so. Sturm rückt nicht nach hinten. Dolberg verliert hier schon wieder den Ball, aber jetzt Henrichs. Balleroberung. Schönfeld. Verliert den Ball. Lacour hat da eindeutig zu viel Platz. Und Selke, Presser, hält hier die Osnabrücker nochmal im Spiel. 2-0. Lacour legt ihn sich zur Ecke bereit. Presser hält ihn. Stark, zu Schönfeld. Jetzt aber Dolberg, das muss jetzt sitzen. Und er macht ihn nicht rein. Kann er den Ball nicht reinmachen? Mensch, Dolberg. Was braucht ihr denn noch für Chancen? Schönfeld. Gut gefault. Dortmund steht 2-2. Ox trifft. Wolfsburg war in Führung. Ja, die Bayern sind hier echt gut drauf. Fritsch jetzt mal über links außen. Verliert den Ball. Hering auf dem Weg. Fritsch fehlt jetzt natürlich hinten. Hering mit der Flanke. Presser muss da alles geben, um diesen Ball irgendwie zu kriegen. Werner mit dem Rückpass. Ein gnadenlos schlechter Pass von Schuhl. Amon mit dem Fehlpass. Ecke. Ich bin kurz davor, hier nochmal was zu ändern. Versuchen wir es nochmal. Aber die Bayern, das wird hier nichts so. Selke fast mit dem nächsten Tor. Werner wird gefoult. Dolberg. Jetzt aber. 1-2. Robert Schul trifft. Vielleicht gelingt uns ja doch noch der Ausgleich. Schöner langer Ball. Auf Dolberg ist das, glaube ich. Er legt ihn gegen die Latte geschossen und Schuhe muss nur noch einköpfen. Da war Engelhardt geschlagen, keine Chance. Bertrand kommt für Weiser. Meier versagt hier gegen Selke. Hering nochmal, Hering. Chance. Noch ein Wechsel der Bayern. Wir könnten auch nochmal einen vornehmen. Schönfeld könnte runter, dafür könnten wir Kehrt bringen. Ja, warum nicht? Und hinten. Amon geht auf die Verteidigerposition und dort kommt Mikkel. Zwei Wechsel nochmal, mal gucken, ob sie noch durchgeführt werden. Sanchez, super Pass auf Dolberg. Dolberg mit der Chance. Engelhardt hält. Jetzt kommen die zwei Wechsel. Mikkel und Kehrt kommen rein. Ecke für die Osnabrücker. Chance zum Ausgleich. Amon bringt ihn rein. Ballverlust. Leibold. Viel Platz jetzt.
Stark kann ihn nicht entscheidend klären. Selke gegen Pfosten. Viel Glück jetzt für Osnabrück. Leibold. Armand. Setzt sich da durch. Sanchez verliert ihn. Konnte ihn noch einen Schuh weitergeben, aber das war nichts. Werner Ballverlust. Kehrt, Schuhe. Spiel doch ab, Werner. Und wieder Engelhardt. Noch eine Minute zu spielen. Vielleicht noch Nachspielzeit. Lionel bringt den Ball rein. Verlieren ihn wieder. Selke. Auf die Außen. Lukaku. Lukaku. Oh, hat sich Bayern verdient den Sieg. Muss ich leider zugeben. 1:2. Mit einer Niederlage starten wir in die Saison. Vor dem Spiel haben wir uns das anders vorgestellt. Sanchez schimpft zurecht. Da hätte ich auch bei den Bayern bleiben können, würde er sagen. Ja, aber wenn man vorne die Chance nicht nutzt und hinten dann so viele zulässt, kann man auch mal verlieren. Hier nochmal ein paar Tore. Wie kann er das so frei stehen? Ah, rottenschlechtes Spiel in der ersten Hälfte. Auch hier Fehler von Tah. Bei beiden Gegentoren beteiligt. Dann hier ist er endlich drin. Engelhardt dann doch noch bezwungen. Ja, Topspiel beider Torhüter. Presser und Engelhardt. Machen sie das Spiel des Spiels. Spiel des Spiels bei beiden Seiten. Schade. Schade, schade. Start mit einer Niederlage in die Saison. 3 Punkte verloren. Das muss besser werden.